Also früher hat man noch miteinander gesprochen und jetzt, es geht ruckzuck. Ich habe es selber auch schon am eigenen Leib erlebt. Heute wird man sehr schnell gebrandmarkt, abgestempelt. Man landet in einer Schublade und dann wird allen Leuten gesagt, mit dieser Person darfst du nicht sprechen, die ist bereits in dieser Schublade drin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Srimad Bhagavatam Podcast. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag treffen wir uns hier, um dieses wichtigste Buch, das heißt das wichtigste Buch im gesamten Kali-Yuga, gemeinsam zu studieren. Neben der Bhagavad Gita, ich habe hier eine Bhagavad Gita aus dem 15. Jahrhundert. Nein, ganz so krass ist es nicht. Sie kommt aus dem Jahr 1900. Lass mich mal schauen. Ich so Anfang der 90er Jahre. 93. 1993. So sieht sie auch schon ein bisschen aus. Und man muss sie mittlerweile mit Lupe lesen. Und ja, das sind unsere wichtigsten Bücher. Bhagavad Gita, wie sie ist, von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und wir wollen heute erfahren, wie es weitergeht. Wir befinden uns im 15. Kapitel, jetzt an einer sehr entscheidenden Stelle, denn ja, zum ersten Mal werden wir jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass das Kali-Yuga bevorsteht und sich sozusagen schon bereit macht. Denn solange Krishna persönlich auf der Erde gegenwärtig gewesen ist, konnte das Zeitalter des Kali, das jetzt eigentlich auch dran ist vom Zyklus her, konnte nicht richtig seine Kraft entfalten. Und jetzt, wie wir hören, hat Krishna den Planeten verlassen. Und sofort, nachdem das geschah, sah König Yudhishthir schon die ersten Anzeichen des Kali-Yugas. Ja, und wie die Pandavas darauf jetzt reagieren, das wird unter anderem Gegenstand unserer heutigen Sendung sein. Bleibt also dran. Und es wird auch, diesmal wird es, wir haben unsere Quizfragen noch ein bisschen verfeinert. Lass mich mal schauen. Wir haben Quizfragen gleich nach der Erläuterung für uns und für euch, auch für die YouTube-Zuschauer vorbereitet, die wir dann auf unserem Telegram-Kanal, dessen Adresse ihr unten in der Videobeschreibung findet. Da könnt ihr euch dann die richtige Antwort, wenn ihr sie wisst, die könnt ihr dort anhaken und an den Quizfragen teilnehmen. Bei jeder Quizfrage, nehmen im Moment schon über 30 Leute teil. Und an dieser Stelle, bevor wir richtig loslegen, nur um euch mal eine Idee zu geben, blende ich die letzten Quizfragen auch mal ein. Einen Moment. Da muss ich hier drauf drücken. Also hier, wenn alles klappt, seht ihr den Telegram-Kanal. Hier die letzten Folgen. Da posten wir immer so die letzte Folge, aber auch so Informationen oder Ankündigungen und den Zugangslink. Hier hatten wir unsere Sendung mit Rajendra Kumar, die wahrscheinlich heute Abend online gestellt wird. Und hier ist schon mal eine, wie nennt man das, Umfrage, die ich hier schon
falsch beantwortet habe, wie ihr seht, obwohl ich sie selbst gestellt habe. Und zwar hier war die Frage: Diksha, Einweihung bekommen und Shiksha, Unterweisungen befolgen, sind beides wichtig im spirituellen Leben. Doch was von beiden ist wichtiger? Diksha, dafür haben 18% gestimmt, ist aber falsch. Oder Shiksha, Unterweisungen befolgen, dafür haben 82% von immerhin 34 Personen gestimmt. Dann hier, zu wem sprach der Sonnengott die Wissenschaft der Bhagavad Gita? Zu Ikshvaku, Krishna, Manu oder Arjuna? Und richtig ist Manu. Und hier die nächste Frage. Der vernichtende Streit unter den Yadus wurde ausgelöst. Wurde ausgelöst. Hier muss ausgelöst stehen. Habe ich mich verschrieben. Durch das Konsumieren von A. Marihuana, B. Crystal Meth, C. Milchreis oder, was richtig ist, D. Alkohol. Also für die, die bei den letzten Folgen dabei waren, die hätten das auch beantworten können. Und hier unsere letzte Frage. Warum erklärte Krishna ausgerechnet dem Arjuna die Bhagavad Gita? Und wie wir das aus der Erläuterung im Bhagavatam-Vers mitbekommen haben, war es, weil Arjuna nicht neidisch war. Also das ist die richtige Antwort und alle anderen sind nicht ganz richtig. Obwohl, dass Arjuna nicht schlecht gelaunt war, war sicherlich auch nicht unangenehm. So. Das waren also die Quizfragen. Und die Quizfragen, die wir heute gleich nach der Erläuterung stellen, werdet ihr dann auch hier zu sehen bekommen. Also meldet euch gerne in der Telegram auf dem Kanal an. Das geht in 3 Sekunden, ist man da drin. Ja, und ich gehe hier mal wieder raus. Bevor wir jetzt loslegen, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Bevor man dieses Srimad-Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Naraina, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranaraina Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nasta prayeshva badrishu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Und alle zusammen, 3, 2, 1, auch die YouTube-Zuschauer. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare. Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare. Hare. Und wir schauen uns direkt unseren heutigen Vers an. Es ist der 36. im 15. Kapitel des ersten Kantos. Yadamukundo Bhagavan Imang Mahim Jahau Svatanva Shravaniya Satkata Tadahariva Pratibhuta Chetasam Abhatrahetu Kalirava Vartata. Moment. Abhatrahetu Kalyan Vartata. Okay. Die Wort-für-Wort-Übersetzung. Yada Als Mukundaha.
Krishna, der Herr. Bhagavan. Die Persönlichkeit Gottes. Imam. Diese Mahim. Erde Chahau. verließ Svatanva. mit eben seinem Körper. Shravaniya Satkataha. Es ist wert, über ihn zu hören. Tada. Zu jener Zeit, Aha Eva. von eben jenem Tag an. Apratibhutacetasam. Derjenige, deren Geist nicht ausreichend entwickelt ist. Abhadrahetuhu. Ursache allen Unglücks. Also, wenn ihr jemanden mal sagen wollt, er sei dumm, dann könnt ihr es hier auch höflich ausdrücken. Dein Geist scheint nicht ausreichend entwickelt zu sein. Kali Anvavartata. Kali voll manifestiert. Übersetzung: Von dem Tage an, da die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna diesen irdischen Planeten in seiner ursprünglichen Gestalt verließ, manifestierte sich Kali, der teilweise schon vorher erschienen war, in vollem Ausmaß, um unglücksbringende Bedingungen für diejenigen zu schaffen, die nur über geringes Wissen verfügen. Die Erläuterung von seiner göttlichen Gnade Srila Prabhupada. Kali kann nur diejenigen beeinflussen, deren Gottesbewusstsein nicht voll entwickelt ist. Man kann die Auswirkungen des Kali aufheben, wenn man vollständig unter dem höchsten Schutz der Persönlichkeit Gottes bleibt. Das Zeitalter des Kali trat kurz nach der Schlacht von Kurukshetra ein. Doch wegen der Gegenwart des Herrn konnte es seinen Einfluss nicht ausüben. Dann aber verließ der Herr diesen irdischen Planeten in seinem transzendentalen Körper, und sobald er fortging, begannen sich die Merkmale des Kali Yuga zu manifestieren, die Maharaja Yudhishthira bereits vor Arjunas Ankunft aus Dwaraka bemerkt hatte, und aus denen er ganz richtig schloss, dass der Herr die Erde verlassen hatte. Wie wir schon erklärt haben, verschwand der Herr aus unserer Sicht, so wie wir die Sonne nicht mehr sehen können, wenn sie untergegangen ist. Hare Krishna. Super. Und wir schauen uns nochmal den Vers auf Deutsch an. Von dem Tage an, da die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna diesen irdischen Planeten in seiner ursprünglichen Gestalt verließ, manifestierte sich Kali, der teilweise schon vorher erschienen war, in vollem Ausmaß, um unglücksbringende Bedingungen für diejenigen zu schaffen, die nur über geringes Wissen verfügen. Ja, herzlichen Dank. Und manchmal, neulich wurde ich wieder gefragt, was hat denn die Göttin Kali damit zu tun? Und um das hier nochmal zu differenzieren, es gibt einmal die Göttin Kali, die hat ein langes A und ein langes I. Und dann gibt es den, ja, man kann ihn sagen, den Schirmherr für dieses vierte Zeitalter. Und der hat ein kurzes A und ein kurzes I. Man kann auch Kali sagen. So, nur dass hier kein Missverständnis entsteht. Ja, und wir hören hier das erste Mal jetzt mit voller Wucht, dass da eine echt dunkle Wolke auf die Menschheit zukommt. Ein richtiger Sturm. Und da hat der Clemens schon ein paar Fragen zu dieser Erläuterung mal ausgearbeitet, die wir uns mal anschauen. Und die wird es dann auch in unserem Telegram-Kanal geben. Und da könnt ihr euch dann für die richtigen Antworten entscheiden. Aber wir wollen sie uns mal anschauen. Die erste Frage, Clemens, vielleicht magst du das mal hier vorlesen und uns dann auch die verschiedenen Optionen nennen. Sehr gerne. Also die erste Frage wäre, was geschah, als Sri Krishna diesen irdischen Planeten in seiner ursprünglichen Gestalt verließ? War es A, Kali manifestierte sich in vollem Ausmaß? B, Frieden und Harmonie herrschten auf der Erde? Oder war es C, die Menschen entwickelten ein vollständiges Gottesbewusstsein? Okay. Ja. Also da, ich würde da, was würdet ihr da so tippen? Martina, was wäre dein Tipp? Ich würde auf A tippen. Okay.
und Saraswati. Und Anandita-Rava schalte auch schon mal ein. Ich würde auch A tippen. Okay. A. Anandita-Rama auch A. Ich glaube, ich würde auch A tippen. Also, wir werden das gleich hören. Okay, Clemens, Nummer 2. Jawohl. Wer ist anfällig für die Einflüsse von Kali? Sind es A, diejenigen, die vollständig unter dem höchsten Schutz der Persönlichkeit Gottes bleiben? Sind es B, diejenigen, die über ein großes Maß an Wissen verfügen? Oder sind es C, diejenigen, deren Gottesbewusstsein nicht voll entwickelt ist? Okay, gut. Ja, also was wäre da euer Tipp? Schaltet ruhig eure Mikrofone ein und ruft es hier rein. Oh. Ich würde C sagen, Ich diejenigen, sag deren Gottesbewusstsein nicht voll entwickelt ist. auch C. Okay, ich sag auch C. Tschitschak, die meldet sich. Ja, C. Ich habe schon C. C gesagt. Ach, du hast Oh. schon C gesagt. Gut. Ja. Okay. Also, wir haben es in der Erläuterung hier auch gehört. Ich lese es euch nochmal vor. Ah, lass mich kurz schauen, wo es genau steht mit dem Gottesbewusstsein. Hier. Kali, gleich der erste Satz in der Erläuterung. Kali kann nur diejenigen beeinflussen, deren Gottesbewusstsein nicht voll entwickelt ist. Ja, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Und jetzt haben wir Nummer 3. Jawohl, Nummer 3 ist, wann begann das Zeitalter des Kali? Nach der Schlacht von Kurukshetra ist A, B, Okay. nachdem der Herr zurückkehrte, oder C, vor der Schlacht von Kurukshetra? Okay, ruft mal eure Antworten hier einfach frech rein. Ich würde, ja, Was? also nach der Schlacht von Kurukshetra wollte es schon richtig einmarschieren, aber es ging meiner Meinung nach erst richtig los, nachdem, also bei B, nachdem der Herr zurückkehrte. Was meint ihr? Ich würde auch Also das sagen, ja. C würde ich zurückkehrte, sagen. ja, in die Ich bin für spirituelle B Welt. auch. In die spirituelle Welt, ja. Okay. Ja, ich würde C sagen, weil sonst wäre ja die Schlacht gar nicht gewesen, ne? Vor der Vor Schlacht der Schlacht. von Ja. Kurukshetra begann das Kali-Zeitalter, okay. Ja. Okay. Wir werden Man sich ja dann nicht die. Oh, haben wir bekennen. das noch? Ja, okay. Lassen wir mal so stehen. Clemens, wie sieht es bei Nummer 4 aus? Ja, Frage 4 ist, warum konnte das Zeitalter des Kali seinen Einfluss nicht ausüben? A, weil die Menschen in dieser Zeit sehr klug waren, B, wegen der Gegenwart des Herrn auf der Erde, oder es ist C, weil Kali noch nicht vollständig manifestiert war? Also hier nochmal zu der dritten Frage, wann das genau losging mit dem Kali-Yuga. Das Zeitalter des Kali, heißt es in der Erläuterung, trat kurz nach der Schlacht von Kurukshetra ein. Ah, okay. Doch wegen der Gegenwart des Herrn konnte er seinen Einfluss nicht ausüben. Somit wird hier auch die vierte Frage beantwortet. Ja, also in einem Satz wurden hier zwei Asuras, zwei Rakshasas mit einem Pfeil durchbohrt. Wir wollen das Fliegenbeispiel mal hier nicht mehr nennen. Okay, dann haben wir die letzte Frage für heute. Die letzte Frage ist, wie wird der Weggang des Herrn von diesem irdischen Planeten in der Erläuterung erklärt? A, der Herr verschwand aus unserer Sicht wie die Sonne nach dem Sonnenuntergang. B, Moment, hier ist gerade eine Nachricht davor. Ja, bei mir auch. B, der Herr wurde von den Menschen vergessen. Oder es ist C, der Herr wurde von Kali verdrängt. Da heißt es eigentlich nur Ah. Kali, Kaliuba, sondern von Kali verdrängt. Ich würde antworten. Ah, der Herr verschwand aus unserer Sicht wie die Sonne nach dem Sonnenuntergang. Erstens steht es ja auch in der Erläuterung. Und Echt? wir Lies wissen mal ja, vor. genau, Bist du sicher, wortwörtlich. Martina? Weiß nicht, Darf dachte ich, hätte es gelesen, oder? ich? Genau, warte mal, wie wir schon erklärt haben, verschwand der Herr aus unserer Sicht
so wie wir die Sonne nicht mehr sehen können, wenn sie untergegangen ist. Wow, okay. Also, da kann man, glaube ich, getrost auf den A-Button drücken. Ja, herzlichen Dank. Und für alle YouTube-Zuschauer, nach der Sendung, wenn die Sendung vorbei ist, geht ihr einfach auf unseren Telegram-Kanal und prüft, was ihr noch behalten habt. Ihr habt eigentlich jetzt alle richtigen Antworten gehört, aber wer weiß, ob ihr sie noch nach einer Dreiviertelstunde das immer noch im Gedächtnis habt. Das könnt ihr danach prüfen. Ja, herzlichen Dank, Clemens. Und ja, wir wollen uns noch mal. Ich hatte gedacht, ich wollte heute auch noch etwas über das Srimad Bhagavatam sagen. Es gibt ja manchmal so Dinge, die einen beschäftigen, Gedanken, die man so hat. Man studiert zusammen hier immer das Srimad Bhagavatam und dann geht man so in den Alltag. Und gestern, also ich versuche mich da immer auch ein bisschen zu kontrollieren, dass ich da nicht zu sehr in politische Themen reingehe. Aber manchmal dann, ihr kennt es bestimmt, dann bleibt dann doch irgendwo was hängen oder irgendwas schnappt man auf. Und die Kunst ist es, finde ich, über all die Themen, die man auch im Alltag, denen man da so begegnet oder auch Themen in der Politik oder im Zeitgeschehen. Die Kunst ist es, das alles mit dem Auge der Shastras zu sehen. Das wird auch als Chakshu Shastra bezeichnet. Chakshu heißt Auge. Wir lesen immer diesen glückverheißenden Mantra: Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Da haben wir auch dieses Wort. Chakshu heißt Auge. Der spirituelle Meister erleuchtete meine Augen mit der Fackel des Wissens. So, und die Kunst ist es, dass wir also nicht überwältigt werden von den politischen Nachrichten, die heute mal so sind und morgen ganz anders. Oder wo wir das Gefühl haben, werde ich hier gerade manipuliert oder das Gefühl haben, werde ich gerade total verwirrt oder in Angst versetzt, sondern dass wir mit dem Auge des Srimad Bhagavatams das betrachten. Und also da bekam ich gestern die Meldung und ich werde es euch so erzählen, dass ich keinen Namen nenne. Srila Prabhupada sagte mal, wenn man Namen nennt, also ich sage es mal in eigenen Worten, aber so hat er das mal beschrieben, wenn man Namen nennt, ja, ihr kennt das, der Klang des Namens ist sehr mächtig. Und deshalb chanten wir zum Beispiel auch den Hare Krishna Maha Mantra, weil der Name sehr mächtig ist. Aber auch schon von weltlichen Persönlichkeiten kann ein Name uns schon beeinflussen. Nur der Name. Und Srila Prabhupada sagte mal, wenn man jetzt direkt auf eine Person losgeht und sich mit ihr beschäftigt, dann kann es sein, dass man von dem Einfluss, der von dieser Person ausgeht, dass man dann auch davon sozusagen angesteckt wird. Und er gab das Beispiel von einem Stinktier. Es gibt wohl solche Tiere, die nennen sich Stinktiere. Wer hat sowas, so ein Tier schon mal gesehen? Vielleicht im Zoo oder so? Clemens, du tatsächlich? Ich glaube, ich habe ihn vielleicht mal in einem Dokumentarfilm gesehen. Aber wenn man mit diesem Stinktier direkt in Verbindung kommt, also mit dem jetzt so rumschmust oder so, wie ein Teddybär, dann riecht man danach eben ganz furchtbar. Es gibt, in Amerika gibt es wohl so Gegenden, da sind diese Stinktiere und da gibt es so Leute, die müssen die fangen und dann aus der Gegend so herausbringen wieder. Und die riechen halt immer am Abend ziemlich extrem und man kriegt es also schlecht, wieder raus, auch aus den Kleidern.
Und Prabhupada sagte man mal, er war also ein bisschen extremer, vielleicht hat er das Beispiel auch von woanders noch bekommen. Er sagt mal, wenn man mit einem, ja, Schwert oder sowas ein Stinktier ersticht, dann kommt man also mit diesem Tier auch in Berührung und dann riecht der ganze Arm danach. Und das ist also der Hinweis, dass man manchmal besser Namen vermeiden sollte. Deshalb nur, falls ihr euch da wundert. Also, ich bekam gestern die Meldung, dass ein sehr bekannter Journalist, er wurde als der bekannteste Journalist der Gegenwart bezeichnet. Er ist dabei, ein Interview zu geben mit einem, ja, viele nennen ihn einen Diktator. Und da sind ganz viele entsetzt. Wie kann denn dieser ganz bekannte Journalist aus der westlichen Welt einen Diktator einfach so interviewen? Und da wurde also viel diskutiert. Und ein Satz, den ich dann aufgeschnappt hatte, war, ja, er wird dann das Narrativ des Diktators hören. Und ich dachte so, Narrativ, das ist ein Wort, das habe ich schon öfters jetzt gehört in den letzten Monaten und Jahren. Was war denn das noch? Habe ich im Lateinunterricht aufgepasst. Und ich weiß aus dem Englischen, to narrate heißt erzählen. Und Narrativ, das ist die Erzählung. Ja, und dann habe ich gedacht, wieso darf man denn jetzt nicht das Narrativ von dem Diktator hören? Wieso darf man immer nur das Narrativ von den und den hören? Ich kann mir doch auch noch eine eigene Meinung bilden. Warum müssen die Leute aufpassen, dass ich eventuell ein falsches Narrativ, also eine falsche Erzählung höre? Lass mich doch beide Seiten mal hören. Es gibt so einen lateinischen Spruch, der heißt Altera pars. Irgendwie das vordere Wort habe ich vergessen. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Das lateinische Sprichwort lautet Audiatur et altera pars. Zu Deutsch, die Gegenseite muss angehört werden. Das ist ein Prinzip, das bereits die alten Griechen und die alten Römer schon befolgt haben, dass bei einer Verhandlung, zum Beispiel einer Gerichtsverhandlung, selbst der schlimmste Mörder hat noch mal das Recht, zu Wort zu kommen und sich dazu zu äußern. Und ja, warum soll das hier nicht plötzlich nicht mehr erlaubt sein? Was immer man von der Äußerung halten mag, das steht auf einem anderen Papier, aber dass sich jemand nicht mehr äußern darf, das hat mit vedischen Prinzipien tatsächlich auch nicht mehr viel zu tun. Ja, so gut. Dieses Wort Narrativ heißt so viel wie Erzählung. Und das haben wir also ganz oft jetzt in den letzten Jahren gehört, das Narrativ. Wir müssen das richtige Narrativ hören und es gibt das falsche Narrativ. Also um es umzudeuten, die Erzählung. Das wiederum, ich komme auch gleich zum Srimad Bhagavatam für alle, die sich gerade über Paramshriya Sorgen machen. Ich komme gleich zum Srimad Bhagavatam. Narrativ heißt auch so viel wie Geschichte, die Geschichte erzählen. Das ist meine Version von der Geschichte. So, und dann gibt es ein Zitat von Karl Marx. Karl Marx, das wurde mir gestern auch noch mal bewusst. Karl Marx ist der einflussreichste Philosoph der letzten 120 Jahre der ganzen Welt. Also es gibt keinen Philosophen, der die Welt, der die menschliche Bevölkerung so sehr beeinflusst hat wie Karl Marx. Und er sagte, die herrschende Geschichte ist die Geschichte der Herrschenden. Oder es modern auszudrücken, das herrschende Narrativ ist das Narrativ der Herrschenden. Ja. So, und jetzt komme ich zum Srimad Bhagavatam. Alle können durchatmen. Wir hören hier, dass das Srimad Bhagavatam
Das ist das Narrativ für das gesamte Kali-Yuga. Zusammen mit dem, auch mit dem Mahabharata wird es beschrieben. Aber insbesondere das Srimad Bhagavatam ist das Narrativ, was wie keine andere Geschichte uns im Kali-Yuga erleuchtet. Und ja, wie wir hier hören, vom Einfluss des Kali fernhält. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich mir jedes sogenannte Narrativ, was man hier und da heute zu hören bekommt, das vergleiche ich mit dem Narrativ des Srimad Bhagavatams. Und wenn es sich vereinbaren lässt, dann sage ich, okay, kann man mal so stehen lassen. Aber wenn ich merke, dass sich das Narrativ nicht vereinbaren lässt, dann, so geht es mir jedenfalls, dann bleibe ich lieber beim Narrativ des Srimad Bhagavatams. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab die Mondlandung 1969 und Srila Prabhupada schaute sich das mit seinen Schülern im Fernsehen an und es wird beschrieben, dass er sich darüber amüsierte und so sagte, nein, das glaube ich nicht. Also da gibt es ganze Erzählungen von verschiedenen Schülern Prabhupads. Und er gab auch Argumente, warum er das für eher sehr unwahrscheinlich hielt. Er hat sich aber am meisten interessanterweise nicht, warum die Flagge jetzt nicht richtig weht. Es gibt so Sendungen, so Dokumentationen, wo dann Mondlandungsskeptiker genau anhand von Fotos beschreiben, warum das irgendwie nicht ganz hinhauen kann. Aber auf sowas hat sich Srila Prabhupada gar nicht so dran gelehnt, sondern er hat das Srimad Bhagavatam zitiert und hat zum Beispiel die Entfernungen, die beschrieben werden von den verschiedenen Planeten, die hat er dort erwähnt und gesagt, wenn die sagen, dass sie so und so viel Kilometer in einer Stunde zurückgelegt haben, dann müsste es ja nach den Entfernung, die im Srimad Bhagavatam angegeben, da müsste es ja tausende von Jahren dauern, bis diese Raumkapsel endlich den Mond erreicht. Und deshalb hält er es zum Beispiel auch für unwahrscheinlich. Ja, also Srila Prabhupada hat all diese Narrative, die es damals schon gab, verglichen mit der Geschichte, der Geschichtsschreibung des Srimad Bhagavatams und hat es daran festgemacht. Jetzt gab es wieder eine sogenannte Mondlandung. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die indische Raumfahrtgesellschaft, in Amerika heißt sie NASA, in Indien hat sie einen anderen Namen, Chandrayaan, das ist ja diese Mission, die hat jetzt gesagt, wir haben die Südseite sogar des Mondes erreicht. Und da gab es doch tatsächlich ISKCON-Zentren in Indien, die dann ein Glückwunschschreiben ausgestellt haben. So, und das dann so veröffentlicht haben. Wir beglückwünschen die indische Raumfahrtorganisation Chandrayaan für ihre erfolgreiche Mission. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, gut, man muss vielleicht jetzt nicht überall gleich reinschreien, das stimmt alles gar nicht. Man kann sich vielleicht überlegen, ob man mal höflich ist und ein bisschen, man kann dann vielleicht schweigen. Aber ein Glückwunschschreiben auszustellen, wo man eigentlich wissen sollte, dass Srila Prabhupada, der Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, da eher große Zweifel und große Zweifel ausgesprochen hat. Da war ich dann doch sehr erstaunt und habe gedacht, hier hat man das Narrativ des Srimad Bhagavatams unter dem weltlichen Narrativ hingestellt. Und ja, das muss man sich überlegen, finde ich. Es gibt ein Sprichwort aus dem Englischen. Ich gucke mal, ob ich es noch zusammenkriege.
A religion that marries the spirit of today is a widow tomorrow. Auf Deutsch, eine Religion, die den Geist des Tagesgeschehen heiratet, ist morgen eine Witwe. Ja, das hat mich daran erinnert. Ja, das sind ein paar Gedanken zum Kali Yuga und darüber, dass das Srimad Bhagavatam, wie wir hier hören, die große Erzählung ist. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt oder ob ihr das gut findet oder weniger gut. Ja. Ja, kann ich was dazu sagen? Sehr gerne. Dieses Narrativ, da fiel mir ein, dass es nicht nur vielleicht mit Inhalt zu tun hat, sondern auch damit, wie man etwas erzählt. Und als dann noch die Verbindung mit diesem Diktator kam, fiel mir ein, dass in Deutschland zwischen 33 und 45 jemand auch ganz viel erzählt hat. Und die Gefahr, wenn man sich in die Nähe von solchen Persönlichkeiten begibt, vielleicht auch als Reporter, besteht einfach darin, dass solche Leute eine gewisse Ausstrahlung haben, sowohl inhaltlich als auch durch ihre Art und Weise. Und dass man sehr schnell, wie wir leider feststellen mussten in Deutschland, sehr schnell in den Bann eines solchen Wesens gerät. Und das ist die Kehrseite dieser Narrativmedaille. Krishna sei Dank gibt es auch dann wiederum die positive Seite, die uns davon befreien kann. Aber das fiel mir so zum Thema Narrativ ein. Ja, guter Punkt. Ja, also lass mich mal schauen. Ja, das stimmt. Es gibt Menschen, die natürlich eine große Überzeugungskraft haben. Da hast du ganz recht. Und dennoch denke ich, im Kali-Yuga geht es jetzt immer mehr in die Richtung, dass man nicht mehr miteinander spricht. Also früher hat man noch miteinander gesprochen und jetzt werden Menschen ganz schnell in, es geht ruckzuck, ich habe es selber auch schon am eigenen Leib erlebt, heute wird man sehr schnell gebrandmarkt, abgestempelt, man landet in einer Schublade und dann wird allen Leuten gesagt, mit dieser Person darfst du nicht sprechen, die ist bereits in dieser Schublade drin. So, und diese Entwicklung beobachte ich doch mit einer gewissen Besorgnis und ich denke, dass das auch ein Symptom des Kali-Yugas ist, dass nicht mehr miteinander gesprochen wird, sondern dass man sofort irgendeinen Anlass entdecken möchte. Man möchte ihn schon geradezu entdecken. Man ist schon ganz scharf. Kann ich irgendetwas an dieser Person, bevor ich mit ihm überhaupt spreche, entdecken, um ihn dann schon in eine Schublade zu werfen und dann nicht mehr mit ihm sprechen zu müssen. So, und ja, wie wir hier auch jetzt in den nächsten Kapiteln erfahren werden, Kali, die Übersetzung von Kali, eine Übersetzung ist Spaltung, Streit, dass immer etwas gespalten wird. Und wenn also niemand mehr miteinander spricht und auch mal den Standpunkt des Gegenübers hört, dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit, eine solche Spaltung zu überwinden. Das sollte man bei diesen Themen auch, das sollte man auch noch auf dem Radar haben. Und hätten die Leute, du sprachst da eben eine geschichtliche Epoche an, es war ja so, da gab es nur einen Sender, ein Radio, man nannte das Volksempfänger. Und die Leute wurden also 12 Jahre lang
von diesem Lautsprecher bedröhnt, hätten Sie die Möglichkeit gehabt, auch den anderen Lautsprecher mal einzuschalten, dann hätten Sie die Möglichkeit gehabt, das mal so zu vergleichen. Und manchmal habe ich bei uns auch das Gefühl, zunehmend, dass nur ein Lautsprecher eingeschaltet wird und wir nicht mehr die Möglichkeit bekommen, andere Lautsprecher auch mal einzuschalten. Und wenn wir es tun, dann wird auf uns so geschaut, was ist da mit dir los? Du darfst doch nicht den anderen Lautsprecher einschalten. Also ich persönlich halte mich irgendwie, vielleicht klinge ich jetzt arrogant, aber ich möchte irgendwie da selber entscheiden dürfen, welche Lautsprecher ich einschalte und zu welchen Schlussfolgerungen ich da auch kommen möchte. So, also mir geht es so. Ja, ich sehe hier noch ein paar Hände. Ich sehe hier Anandita Ramas Hand. Interessantes Thema. Ich bemühe mich eigentlich, für die Politik nicht zu interessieren, aber es ist halt so eine Sache, wie du sagst, es gibt immer zwei Seiten in irgendeinem Konflikt. Und die eine Seite wird heutzutage unter Druck. Und was aber für mich noch wichtig ist, dass, wie du am Anfang gesagt hast, sogar einem schlimmsten Verbrecher wird im Gerichtssaal noch die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern zu dieser Tat. Und dann werden die Richter diese Aussagen von verschiedenen Seiten anhand von einem Gesetz. Also die haben einen orientiert. Da ist das Gesetz und danach orientieren wir uns. Wir haben aber kein Orientier, also zumindest vor Krishna-Bewusstsein, weil die Bibel interessiert heute niemanden. Der Koran wird so ausgelegt, dass es die meisten Menschen auch nur zu eigenem Nutzen verwenden. Vermehrt, also ich kenne sehr viele Muslime, die immer noch sehr, sehr tugendhaft leben, überwiegend und sehr freundlich sind. Also geht jetzt nicht um Koran. Aber diese Orientierung, wonach orientiere ich mich, wenn ich diese zwei Lautsprecher eingeschaltet habe, mit was vergleiche ist, ob der eine jetzt in die richtige Richtung geht oder der andere. So kann ich, so werde ich heutzutage von zwei, von drei, von vier Seiten beeinflusst, ohne eigentlich zu wissen, was ist denn das Ziel und welche von denen führt zu diesem Ziel. Weil es gibt kein Ziel. Jeder predigt eigenes Ziel und alle Ziele führen weg vom Gott. Also egal, zu wem ich zuhöre. Also ich bin dafür, dass man jedem das Wort gibt und dass jeder sein Verständnis von Wahrheit oder von den Zusammenhängen auch äußern darf. Aber zusätzlich brauchen wir noch die absolute Wahrheit, auf die wir uns ausrichten können und mit der wir diese Erzählungen dann vergleichen können. Dann wird auf uns kein karmatisch oder charismatisch starker Mensch gar keinen Einfluss nehmen können, weil wir dann sehen können, hey, der erzählt zwar viel und schön, aber das passt ja nicht mit dem Licht, der von da oben auf uns kommt und der führt uns in den Schatten. Genau. Also das ist mein Verständnis, deswegen hey. Vermeide ich diese ganze Tratsch-Klatsch-Politik und was weiß ich, weil die Menschen werden extrem stark beeinflusst und wissen aber trotzdem nicht, was denn die Wahrheit ist. Dankeschön. Hey, dann sehe ich hier noch Martinas Hand. Ja, danke, Anandita Rama, da gehe ich voll mit, weil ich finde auch, das Ziel ist ja einfach zu gucken, was passiert im Außen und wo kann ich da irgendwo draufhauen und da draufhauen. Aber ich wollte eigentlich auch sagen, wir müssen uns echt total hüten zu pauschalisieren. Ich finde, man kann, natürlich kann man sagen, dass die Menschen nicht mehr so viel miteinander reden. Aber
Einerseits brauchst du zum Reden auch immer zwei Parteien. Das bringt nichts, wenn eine Partei redet und die andere redet irgendwie nicht oder irgendwas völlig aneinander vorbei. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich manchmal. Und da einen Konsens zu finden, ist schon eine echte Herausforderung, weil da muss man auch gucken, worüber reden wir, wenn wir aus der westlichen Welt mit der arabischen Welt zu tun haben. Also das ist, also da muss man wirklich gut aufpassen. Auch es gibt ja auch genug Länder, wo wirklich nur ein Lautsprecher zur Verfügung steht. Aber wir hier in der westlichen Welt, wir haben ja wirklich die Möglichkeit, uns überall zu informieren. Wir haben Internetzugang und Markus beispielsweise, der guckt ganz gerne Nachrichten, aber der guckt auch wirklich Nachrichten aus allen Ländern. Also der weiß ich, was der sich immer alles anhört. Also mir ist auch so eher, dass ich da versuche, mich da so ein bisschen rauszuhalten oder zurückzuhalten. Aber ich finde, wichtig ist, dass wir predigen. Wichtig ist, dass wir eben Gott ins Zentrum stellen und versuchen, möglichst vielen Menschen auch diese Botschaft mitzugeben. Und ja, und einfach zu gucken, ja, die eben nicht zu pauschalisieren, nicht zu verurteilen, also all das, was auch in den Schriften steht. Und ich sag's jetzt einfach mal, die 10 Gebote zum Beispiel, ne, und wir haben genug Anhaltspunkte, woran wir uns orientieren können, und das müssen wir einfach auch unserem Umfeld mitgeben. Und so, ja, so klein, wie wir denn als kleine Fischlein sind im großen Meer, wir sind viele, wir sind immerhin schon einige, und dann können wir einfach auch weitermachen und uns gegenseitig unterstützen. Dankeschön. Ja, also ich denke, da haben wir, finde ich, eine gute Schlussfolgerung. Die Anandita Rama, finde ich, hat es auch sehr schön erklärt. So versuche ich das auch zu handhaben. Erstmal A, die verschiedenen Lautsprecher, die ständig um einen herum sind, ob es auch nur einer ist oder auch nur oder sogar zwei oder sechs oder 20, die überhaupt alle sich zu sagen, okay, mein Hauptlautsprecher, das ist das Srimad Bhagavatam. Deshalb machen wir zum Beispiel das hier 4-mal in der Woche, das tägliche Bhagavatam, um gleich morgens mal den richtigen spirituellen Lautsprecher einzuschalten. Und zwar richtig laut und mit voller Konzentration. Es gibt auch viele Devotis, die sitzen wirklich hier und machen nichts anderes, außer so zuzuhören und sich darüber Gedanken zu machen, dass wir eine gewisse Zeit uns reservieren am Tag, wo wir wirklich, also wo unsere Hauptbeschäftigung einfach ist das Hören aus dem Srimad Bhagavatam. Und wenn wir das richtig laut mal angehabt haben, dann können wir alles andere, alle anderen kleinen Lautsprecher hier und da, die wir hoffentlich nicht zu laut aufdrehen, die können wir dann alle im Lichte des Srimad Bhagavatams betrachten. Und ich glaube, wenn wir für die Menschheit, das ist ja auch das Ziel der Hare Krishna-Bewegung, das ist eigentlich das Ziel, dass die Menschen ihre ganzen Lautsprecher mal eher ausmachen und das Srimad Bhagavatam, diesen Lautsprecher mal anmachen. Und dann wird sich vieles auf der Welt sehr schnell, hüben wie drüben, auf allen Seiten, sehr schnell positiv verändern. Ja, mich hat nur dieses Wort Narrativ, das war eigentlich so mein Hauptpunkt, ob man diesem oder jenem jetzt zuhören soll, das ist so das zweite Thema, das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Radar heute. Ich fand dann nur dieses Wort Narrativ, dieses Narrativ, nein, das Narrativ, ja. Da habe ich so gedacht, Narrativ, Narrativ, wovon reden die? Ah, die Erzählung. Und ich kann euch ja mal zum Abschluss nochmal diesen schönen Vers, es ist gleich im ersten Kapitel, da sagt das Srimad Bhagavatam von sich selbst,
was es überhaupt ist. Im zweiten Vers heißt es, in diesem Bhagavata Purana wird jede sogenannte religiöse Aktivität, die materiellen Motiven entspringt, entschieden abgelehnt. Und es wird die höchste Wahrheit vermittelt, die von jenen Gottgeweihten verstanden werden kann, die im Herzen vollkommen rein sind. Die höchste Wahrheit ist die Wirklichkeit, die zum Wohle aller von der Illusion unterschieden wird. Diese Wahrheit beseitigt die dreifachen Leiden. Das herrliche Bhagavatam, das vom großen Weisen Vyasadeva auf der Stufe seiner Reife verfasst wurde, genügt allein schon, um Gotteserkenntnis zu vermitteln. Wozu braucht man also noch irgendwelche anderen Schriften? Man könnte hier das Wort auch Narrative verwenden. Wozu braucht es also noch irgendwelche anderen Narrative? Wenn man die Botschaft oder das Narrativ des Bhagavatam aufmerksam und ergeben hört, wird durch diese Entwicklung von Wissen der höchste Herr im Herzen offenbart. Ja, ich denke, dass wir da uns vielleicht nochmal einen Überblick verschafft haben, warum wir das Ganze hier machen, warum es uns hilft und warum es auch anderen Menschen helfen kann und sogar das Gesicht der Erde einschlägig verändern kann. Deshalb lasst uns das Narrativ des Srimad Bhagavatams hier weiter erzählen und auch weiter verbreiten. Hare Krishna. Wir verfeinern gerade unsere Fragen- und Antwortenstrategie, also für alle YouTube-Schauer, Zuschauer. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Besucht gerne unseren Telegram-Kanal und da könnt ihr dann euch nochmal abchecken, ob ihr während der Erläuterung auch gut aufgepasst habt. Ich bedanke mich bei allen, die heute wieder mit hier dabei waren. Und wir können ja zum Schluss nochmal gemeinsam den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Okay, dann habe ich hier nochmal die Ukulele für euch und für mich. Schaltet gerne alle eure Mikrofone einmal ein. Wenn ihr mögt, sogar eure Kamera. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.